Ja, willkommen zurück bei Brett von dir. Der, ja, zwei Dinge quasi. Einmal ist hier der Blink-Dungeon da, wieder mal. In der Spiegelvariante diesmal. Da gucken wir gleich rein. Und außerdem haben wir die FH-Rewards. Dafür ist interessanterweise keine Ankündigung da oder irgendwas, aber naja, holen wir uns einfach mal ab. Göttliche Rose. Platzfrosch, böse Scherbe noch und dann haben wir Paris und ein bisschen Cell, ja. Oh, anscheinend haben wir wieder den Helfer MVP bekommen. Gute Sache. Tja, dann heißt es wieder warten aufs nächste FH sozusagen. Gleich mal die kleine Paris hier auf Dings setzen. Favorit. Die könnte man eigentlich auch gleich Anima machen, aber naja, das ist noch ein bisschen hin bis zu ihrer 7-Sterne-Form, also muss sie jetzt noch nicht Anima haben. Wir gucken auf jeden Fall erstmal in den Blink-Dungeon. Da fällt mir gerade ein. Ich habe, glaube ich, hier, ja, sollten vielleicht erst mal ein Team auswählen. Und wer bei Level 1 hätte, wäre es jetzt wahrscheinlich gar nicht mal das Problem geworden. Was ist das? Also ist ein kleiner Colt wahrscheinlich, ja. Ja, 6 Sterne. Gripe-Ding. Na gut, laut Beschreibung kann man den nicht fangen. War ja auch beim letzten Mal nicht fangbar. So wie Pitbull leider auch nicht. Beziehungsweise Finale Eber. So ein bescheuerter Name. Ach ja, 12 Stages. Aber das Gute ist, hier gibt es wieder jede Menge Zeug für Fujin-Tränke. Und Golden Gods und Kristalle und Götter und ja, Heiz und so weiter. Also wenn ihr zum Beispiel noch ein paar Verdienstpunkte aufbauen wollt, ist das auch eine gute Sache hier. Oder Viecher leveln. Oder wie ich, wenn einfach die Fujins alle werden. Fujin-Augen und Gottessteine. Beides, was man braucht, um Fujin-Tränke herzustellen.
Ah, direkt ins nächste Level rein. Platzfrische, ne? Hätte ich fast vergessen. Platzfrische gibt's auch. Ims. Nett. Die habe ich dann anscheinend irgendwie in der Ankündigung überlesen. Das mit dem starken Gegner, das muss Blink noch mal üben. Das spielt ihn noch nicht so gut. Noch eine Metallmimik. Ach ja, klar, für den Abschluss. No, no. Immer völlig sinnlos die SPVs wiederholen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Liko nicht mit dem Dungeon drin ist. Quasi fast alle Battle Maidens sind drin, nur Liko nicht.
Bailey, Kayena, Fina. Oh. Kann man vielleicht doch nur drei fangen? Weil mir fallen gerade nur drei ein. Ich gucke einfach mal nebenbei im Browser. Kayena, Bailey, Penya und das war's. Ich hab tatsächlich nur die drei von den Elements. Gut, aber tja, passt ja. Wäre natürlich noch super, wenn man dann jetzt noch Saren und Liko fangen könnte. Aber oh, dann geht es eben nicht. Dafür ist Galant noch mit dabei. So, wer den auch noch nicht hat, alles so kleinere Sammeleinheiten. Oder es gab doch mal gut was. Und dann machen wir noch Level 4. Cool Cauldron gegen Bloody Blink. Wenn übersetzen, dann alles, oder? Oh Mann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ja auch nicht sonderlich weiter spektakulär wird, sondern im Autokampf einfach durchlaufen wird. Aaron braucht auf jeden Fall noch eine zweite Sphäre mit HP. Er hängt hier ein bisschen durch mit seinen 14k.
real kommt hier Drive. Na, okay. Das ist zu spät, jetzt bei mir schon alle durch. Ja, macht eh keinen Schaden, da wird man auch mal eine Runde ohne Mitigation durchkommen. Ah, haben wir sie gleich noch gefangen. Wunderbar. Aber wie man schon mal sieht, also der Dungeon ist genauso wie er vorher war. Und er lohnt sich einfach vom Farmen her. Hier ist auch wieder ein Shitload an Einheiten. Tut den. Versus Emperor gab es jetzt natürlich für den Abschluss, aber die anderen Einheiten sind halt aus dem Dungeon gewesen. Und da kann man nur wirklich nicht meckern. Was haben wir denn für eine Blink? Aber ich hab sowieso eine Anima hier rumliegen. Die hat, glaube ich, sogar auch schon Imps und alles. Naja, doch nicht. Imps hat sie nicht. Das ist sowieso eine Orakel. Finjale liegt hier auch alles schon rum. Und kann man gleich mal hier den Hide austauschen. Pinja ist weiter ein Anima hier. Die Graffels sind auch ganz gut zum BB aufladen. Die anderen haben wir, ja doch hier, aber da ist schon ein Anima. Gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Farmen und ja, viel Spaß mit dem Frontier Hunter Rewards und macht's gut.